Das ist unsere Kompanie, eine unter vielen. Panzergrenadier Müller, kommen Sie doch mal her. Werner Müller aus Frankfurt, kaufmännischer Angestellter, Stubenältester von Stube 14. Und das sind seine Stubenkameraden. Jürgen Engelmann, Abiturient. Er hat sein Radio mitgebracht. Willi Mertens, ein Bauernsohn aus der Gegend von Koblenz. Der Konditor Heinz Langsfeld und der Industriearbeiter Oskar Fleischer. Komm, komm, die geheiligste Zeit für dich. Nein, immer mit der Ruhe und einer guten Zigarre. Ja, Zigarre kriegst du gleich vom OVD. Der Waffenunterricht ist das Einmaleins des Soldaten. Heute wird am bewährten Maschinengewehr 42 ausgebildet. Noch sind die jungen Soldaten in der Ausbildung. Können wird gelernt sein. Das sichere Umgehen mit der Waffe, Schnelligkeit und Wendigkeit im Gelände. Geübt werden muss aber auch das Zusammenwirken der verschiedenen Waffen. In Theorie und Praxis. Ihnen einen feindlichen Panzer. Was folgt daraus? Da bringt ihr Hamster 2, 10 Uhr. Was war da falsch? Mertens? Er hat die Sendestelle nicht genannt und auch die Empfangsbestätigung. Jawohl, das ist richtig. Ihr müsst also dann der Spruch richtig halten. Ihr Hamster kommen. Ihr Hamster 2, 10 Uhr, 400, ein feindlicher Panzer kommen. Ihr Hamster verstanden, Ende. Abwechslung muss sein. Der Dienstplan sorgt dafür. Hinein ins Vergnügen. Schwimmen gehört zur körperlichen Ertüchtigung. Wer es noch nicht kann, wird an die Leine genommen. In diesem Element fühlt sich unser Oskar Fleischer noch nicht in seinem Element. Hier wäre Schwimmen fehl am Platz. Bescheid wissen ist besser. Staatsbürgerlicher Unterricht. Die Gruppen diskutieren ein bestimmtes Thema
und erarbeiten sich gemeinsam ein Ergebnis. Wir nennen das Gruppenselbstarbeit. Keine Diskussionen gibt es bei der Formalausbildung. Sie ist nötig, steht aber nicht im Vordergrund. Ganze Abteilung, kürt! Ganze Abteilung, kürt! Regenbogen, hier Maikäfer, kommen! Wie ist die Verständigung? Kommen! Verständigung ist gut, Lautstärke 4. Erbitte genaue Zeit, hab einen Mordskodam. Fleischer, machen Sie keinen Quatsch. Jawohl, Herr Stabsunteroffizier. Suppe fertig? Fertig. Dann los aufschicken. Der Dienst am Magen ist natürlich weiters am angenehmsten. Auch für unsere Belegschaft von Stube 14. Und wie die Verpflegung, so die Bewegung. Überhaupt wird Sport bei uns großgeschrieben. Das heißt, Moment mal, das ist jetzt etwas anderes. Das sind Soldaten, die sich zum Arzt gemeldet haben. Waren Sie schon mal beim Ohrenarzt gewesen? Ja, zu Hause schon mal, Herr Stabsarzt. Zu Hause? Naja, können wir Sie natürlich nicht hinschicken. Ne? Aber Knopf, schreiben Sie mal eine Facharztüberweisung zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Der eine braucht einen Krankenschein, beim anderen geht es um den Führerschein. Dabei auf den Straßenverkehr aufpassen, immer geradeaus gucken. Ja. Die Mädchen links und rechts interessieren Sie nicht. Nur immer das, was vorne passiert. Klar, das will ich. Was Hände und Füße machen, gehen Sie nichts an. Gelernt ist gelernt. Das beweist sich beim Fahren im Gelände. Und erst recht in der Gefechtsausbildung. Thank you.
Mensch, was ist los? Gar nicht mehr. Gib mir diesen Befehl, Stellungswechsel! Ja. Hier, Rose, Panzer von vorn, Panzer von hinten, so fertig machen! Nach der Übung wird alles wieder auf Hochglanz gebracht. Selbst ist der Mann. Also die ist krass, die Musik. Von wem ist sie? Liebesraum von Lisse, von Earl Boss gespielt. Und da haben Sie ihn? Willst du nicht weiter? Nee, danke. Weiter, Mann. Schau mal, hier fand ich an, der Engelmann meldet sich ab. Ich muss deinen Aufmann. Super. Ja. Na, Bleicher, geht's wieder? Ach, es geht wieder, Scharfunoffizier. Na, sehen Sie, wenn man will, geht alles. Aber überhaupt nicht schlimm. Jürgen! Da, wo geht's hin? Sie zum Chef. Engelmann ist der gewählte Vertrauensmann der Kompanie. Ja? Was haben Sie denn, Engelmann, auf dem Herzen? Hauptmann, darf ich Sie ja noch besprechen? Ja, gerne. Was gibt's denn? Es handelt sich hier um die Liste der Bücher, um die Sie mich gebeten haben. Ich habe mich erkundigt und das werden die Bücher... Sehr schön, sehr schön. Ja, ich werde mich darum kümmern, das geht dann in Ordnung. Moment mal, Engelmann, ich habe auch noch etwas für Sie. Komm, kommen Sie, setzen Sie doch mal her. Wissen Sie, wir haben doch da den Brand auf der Stube. 215 Liter. Ja, und in der letzten Zeit ist mir aufgefallen, der ist irgendwie durchgedreht. Können Sie sich das vielleicht erklären? Ja, also mir war das auch aufgefallen und da habe ich mich mit ihm drüber unterhalten und da erzählte mir, dass seine Mutter sehr krank ist und er so, macht sich da was fehlt seiner Mutter? Das kann ich nicht sagen, was sie hat. Nun, ich werde das dann noch klären. Wäre es nicht vielleicht angebracht, dass er irgendwie näher zu seinem Heimatort kommt, dass er seine Mutter öfters besuchen kann? Ich überlege mir das. Sagen Sie mir, er soll in den nächsten Tagen zu mir kommen. Wir sprechen dann darüber. Gut. Engelmann, für Sie heute Feierabend, gleich 6 Uhr. Dankeschön. Viel Spaß heute Abend. Dankeschön, ebenfalls auch, Mann. Dankeschön. Werner, ja? Bist du heute Abend aus? Nein, warum? Kannst du mir einen Schlips pumpen? Ja, hier den roten, der ist gut. Nee, ich muss den grünen haben. Ja, nimm den grünen. Oh, okay. Nee, nee, sowas Eitles. Aber mit der Krawatte siehst du so aus. Ist ja wichtig halt. Ja. Dann amüsier dich mal gut, ja? Tschüss. Tschüss. Freimann. Freizeit verbringt jeder auf seine Weise. In der Stadt gibt es viele Möglichkeiten, sich zu unterhalten oder sich weiterzubilden. We will repeat the jokes. We have read in the first lesson. So we can better learn by heart and fix in memory. Karl, sitzt du schon im Dorfreich, Mittwoch am 2. Oktober? Auch in der Kaserne ist dafür gesorgt, dass wir unseren Hobbys nachgehen können. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Das sind ja nur 10.
Egal, ich hole ihn nachher wieder auf. Nee, zum Stabsunterricht. Feldwebel zu gratulieren. Wir erheben die Gläser. Ist jetzt wohl nicht das Richtige, was das ist? Ja, ich weiß schon, was ihr wollt. Sag ich mal her, komm. Gestatten Sie selber, bitte schön. Boah. Greif zu, Jungs. Auf Ihr Wohl, Herr. Ist aber Schluss. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Da kann ich abräumen. Das machen wir. Achtung! Das mache ich. Oh. Der nächtliche Alarm war der Auftakt zu einer 36-Stunden-Übung. Nach monatelanger Einzelausbildung soll sich nun die Kompanie unter kriegsmäßigen Bedingungen bewähren. Von jedem wird viel verlangt. Thank you.
Ist vorne mal los? Nein, nichts gesehen. Komm, hau ab. Sicherung können wir einziehen. An Banane. Banane einziehen. Verfluchter Mist. Los, komm, Ablösung. Langsam, langsam. Lass dich erstmal in Ruhe essen. Na, Jakob, gibt's bei euch was Neues? Doppelposten gefreiter Jakob und Panzergrenadier Esser. Vor 5 Minuten 2 Fahrzeuge am Waldrand, der Hauptmann. Verdammter Mist, ist immer am Regen, hört gar nicht mehr auf. Ja, da ist nochmal nichts dran zu ändern. Der Angriff ist abgewiesen, die Ausbildung hat sich bewährt. Je besser diese Ausbildung ist, desto mehr dient sie dem Ziel, Frieden und Freiheit für uns alle zu bewahren.